Laden wir in unser digitales Klassenzimmer Kursmaterialien hoch, in dem Fall jetzt einige PDF-Dokumente. Im Kanal Allgemein finden wir prominent platziert schon den Button Kursmaterialien hochladen. Dieser Button führt uns zu dem Tab Dateien und dort finden wir schon automatisch vorher angelegt den Ordner Kursmaterialien. Jetzt gehen wir auf Hochladen, suchen uns die Dateien aus, die wir hochladen möchten, und schon werden sie hochgeladen.